Jo, moin Leute, Goldpriester hier. Wir gehen heute mal alle Panzerbüchsen-Quests durch. Und zwar zuerst die blauen und dann die goldenen. So dass jeder nach dem Video dann seine Panzerbüchse auf Gold hat. Okay, da fangen wir mal an. Und zwar bei Befähigung 1. Da dürfte es normalerweise keine Probleme geben. Da würde ich klar auf 800 Schadenspunkte gehen. Die könnt ihr übrigens auch in Combined Arms machen. Okay, bei der zweiten Befähigungsquest, da würde ich Panzersturm spielen und zwar im Durchbruchsmodus. Konzentriert euch da auf Packschütze, Halbkette oder angefragte Panzer. Wir schauen mal kurz rein, wie das so ausschauen könnte. So, bei der dritten blauen Quest müsst ihr 10 Headshots in einer Runde erledigen oder 20 über mehrere Runden. Die Quest könnt ihr auch unter Combined Arms abschließen und zwar am besten auf Hafenquartier. Geht direkt nach dem Start nach rechts, dann in das linke Haus rein, dann die Treppen hoch und dort oben dann auf die Gegner warten, die kommen dann zu euch. So, beim ersten Schuss müsst ihr erst den Helm wegschießen und dann ganz normal halt einen Headshot machen. Ihr könnt übrigens nicht nur die dritte blaue Quest somit abschließen, sondern auch die dritte Goldquest mit Namen Meisterschaft 3. Und bei der dritten Goldquest geht es darum, dass ihr halt 5 Gegnern ein Leben mit Headshots erledigt oder 13 Headshots in einer Runde macht. So, wir schauen uns jetzt noch die restlichen Headshots an und dann geht es mit der vierten blauen Quest weiter. Bei der vierten blauen Quest mit Erledigen einer Runde 15 Gegner aus 100 Meter Distanz, die könnt ihr wieder unter Combined Arms abschließen, da würde ich wieder Hafenquartier empfehlen. Weiter geht's mit der fünften blauen Quest, diesmal müssen wir 7 Gegner aus mehr als 100 Meter killen. Die können wir wieder im PvE erledigen, diesmal würde ich Geschütze am Fluss spielen. Stellt dann beim Missionsstart einfach ein, dann halt die Panzerbüchse auswählen und beim Equip halt dann nicht das Spektiv vergessen. Danach lauft ihr oben die Brücke lang und markiert alles, was ihr findet. Dann würde ich runterlaufen und zwar auf die Straße, wo ursprünglich der Panzer herkam. Das Ganze ist zwar jetzt nur in PvE, das dauert aber auch seine Zeit. Kann also gut sein, dass ihr mehrere Anläufe braucht. So, wer die Quest jetzt lieber im PvP machen will, kann das auch machen. Und zwar am besten geht das im Durchbruchsmodus auf Verborgener Stahl, Hamada oder Arras. Auf Verborgener Stahl müsst ihr Angreifer sein und auf Hamada und Arras müsst ihr Defender sein. Auf Hamada kann das direkt im ersten Sektor als Defender gemacht werden. Nehmt am besten noch das Spektiv mit, damit ihr in etwa die Meterzahl habt. Am besten positioniert ihr euch dafür mittig auf einen kleinen Hügel oder rechts außen, wo die schräge Wand mit den Steinen ist. Und von dort aus dann nach links mittig snipern. Okay, wir schauen uns jetzt noch ein paar Abschüsse an und dann zeige ich euch das, wie das auf Arras funktioniert. So, wenn ihr dann auf Arras angekommen seid, stellt ihr euch oben hinter die Steinmauer bei der Kirche und von dort aus snipert ihr in Richtung B, das sind in etwa über 100 Meter. Dort erledigt ihr übrigens auch die fünfte Meisterschaftsquest in Gold, wo ihr 4 Gegner am Stück aus 100 Meter killen müsst oder 10 Gegner in einer Runde aus mehr als 100 Meter Distanz. Thank you.
Also, um jetzt nicht alles durcheinander zu machen, geht es jetzt erstmal mit der sechsten blauen Quest weiter. Dafür müsst ihr in einer Runde 25 Gegner in PvP erledigen oder gesamt 70 Stück. Ich würde hier klar auf 25 Gegner gehen, das macht ihr am besten auf den neuen Schinderei-Server oder wie der heißt, ich glaube, der heißt auch Kampf unter Druck auf Englisch. Und am besten dann auf der Vernichtungsmap oder auf dem normalen halbvollen Durchbruchsserver auf Hamada als Defender. Flugplatz als Defender auf dem normalen Durchbruchsserver würde sich auch noch eignen. So, bei der ersten goldenen Meisterschaftsquest könnt ihr wieder Combined Arms spielen oder halt irgendeine Runde in PvP. Spielt am besten wieder die erste Quest mit 600 Schadenspunkte, die geht am schnellsten. Bei der zweiten goldenen Quest ist es im Prinzip das gleiche, wie wir das vorhin schon bei der blauen Quest hatten. Wie gesagt, schießt da am besten auf Halbkette oder Pack oder auf angefragte Panzer. Und das Ganze eignet sich am besten auf den Durchbruchsmodus, auf Panzersturm oder Flugplatz und versucht dann das Ganze wieder mit der ersten Quest abzuschließen. Okay, weiter geht's mit der dritten goldenen Quest und zwar müssen wir diesmal 5 Headshots in ein Leben oder 13 in einer Runde schaffen. Das hatten wir ja vorhin bereits schon in einer ähnlichen Form und zwar lässt sich das wieder ohne Probleme in PvE auf Hafenquartier erledigen. So, bei der vierten Goldquest, und zwar erledige 7 Gegner am Stück aus 100 Meter oder 25 in einer Runde. Konzentriert euch da auf jeden Fall auf die 7, auch wenn es schwerer ist. Die 25 Gegner sind im PvP schon etwas schwieriger, da muss die Runde auch schon etwas länger gehen. Wem das alles zu schwer ist, kann das Ganze ja auch wieder in Combined Arms abschließen. Bei der fünften goldenen Quest kann man das Ganze am besten auf dem Flugplatz als Defender im Durchbruchsmodus machen, und zwar im ersten Sektor oder ganz hinten am Flugfeld. So, und jetzt kommt die letzte Goldquest und zwar müsst ihr diesmal 10 Gegner am Stück erledigen oder 35 in einer Runde. Ich hatte das direkt auf Fiel als Attacker im Durchbruchsmodus abgeschlossen. Man muss dazu sagen, dass ich dabei extrem viel Glück hatte und der Server nicht ganz voll war. Jo, ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin dabei waren. Ziel des Videos ist klar, jeder sollte die Waffe danach auf Gold haben. Wenn jetzt irgendein Problem noch ist, schreibt das als Kommentar, ich werde dann darauf antworten.
So, wer weiterhin Battlefield 5 Videos und themenverwandte Videos wie zum Beispiel Call of Duty oder Cyberpunk sehen will, kann gerne ein kostenloses Abo dalassen. Wenn euch das Video geholfen hat, dann lasst gerne auch ein Like da. Bis morgen, euer Goldpriester Tschauski.